Hallo zusammen, ich habe hier einen Weco-Kühlschrank, einen MDC90 und Seriennummer ist 0901. Das wäre nach mir, wäre das in 09 gefertigt. Das heißt, dieser Kühlschrank ist jetzt 13 Jahre alt. Der Kühlschrank ist auch hier im Tank gerissen. Und wenn wir auf der Rückseite schauen, haben wir hier noch einen Dampfhauskompressor drin. Und was hier defekt ist, ist diese Steuerelektronik. Die könnte man ersetzen, wieder alles einbauen. Aber wie gesagt, der Kühlschrank ist jetzt 13 Jahre alt. Der Kunde sagt, gibt's was Neues? Dann nehme ich hier einen Wemo 85N. Das ist auch Türanschlag jetzt rechts. Müssen wir noch umbauen, wurden noch nicht gesprochen. Und der hat die Option ein Digitalthermostat. Das heißt, ich habe eine externe Temperaturanzeige mit einem externen Fühler. Dieser Kühlschrank ist auch von den Maßen her der MDC90. Der hat eine Breite von 48,5 und unser Kühlschrank hat eine Breite von 48,5. Die Tiefe ist auch identisch und hier haben wir hier oben eine Blende. So haben wir eine Höhe von 82,5 und hier haben wir nur eine Höhe von 79,5. Wir müssen also diese Blende hier ausgleichen, aber mit ein bisschen Fantasie kann ich den ein bisschen heben oder oben eine Leiste einsetzen und das Thema ist auch gegessen. Vom Verschluss her habe ich hier diesen Riegel zum Verriegeln mit Lüfterstellung und zu. Beim Wemo habe ich diese Entriegelung hier drüber und ich habe hier unten den Riegel, dass ich hier einhängen kann und so eine Lüfterstellung habe. Identisch. Zur Technik, hier habe ich eben den Dampfhauskompressor drauf und einen statischen Kondensator. Das heißt, ich muss hier die Luft hochführen, also unten belüften, oben hochgehen. Und hier haben wir einen Secop-Kompressor BD35. Das ist der gleiche Kompressor, weil Danfoss hat den Bereich Division Kompressoren verkauft. Und daraus wurde Secop. Das ist genau gleiche Artikelnummer, gleiche Leute, gleiche Anschrift. Wir haben hier einen zwangsbelüfteten Kondensator, das heißt, wir haben einen Lüfter drin, der die Luft durch den Kondensator bläst. Durch das haben wir ein bisschen tiefere Kondensationstemperaturen und ein bisschen weniger Stromverbrauch vom Kompressor. Aber dafür haben wir natürlich einen Ventilator, der wieder Strom braucht. Aber insgesamt ist es immer noch kleiner als beim statischen Kompressor. Da gibt es zum Beispiel dann diesen Widerstand dazu, wenn jemand sagt, der Lüfter ist mir zu laut. Den kann ich hier einbauen und dann läuft der Ventilator auf zwei Stufen. Also bis 40 Grad läuft er auf der niedrigen Stufe und bei der ab 40 Grad aufwärts läuft der Kompressor auf einer schnelleren Stufe. Bei diesem 100, beim 85N gibt es auch den F, das ist der gleiche Kühlschrank, aber ohne Eisfach. Wenn ihr kein Eisfach braucht, nie was drin habt, könnt ihr einen nehmen ohne Eisfach, dafür habt ihr mehr Volumen. Ich habe einen neuen Katalog, 2022, April 2022, neue Preisliste, wir sind mit den Preisen hoch. Das ist schon der aktuelle. Den Katalog verlinke ich euch unten drin.
Da mache ich euch ein Video über den 85F-Kühlschrank, also der ohne Eisfach, und hier unten ein Video mit dieser Ventilatorsteuerung, wenn der Lüfter zu laut ist. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.